Servus Leute, gerade aus Innsbruck raus, bin diesmal aber nicht alleine. Nach einem Jahr, 7 Monate, also seit Santiago, wieder vereint, André und ich. Servus. Wir gehen jetzt 4 Tage zusammen und tun halt das, was wir am liebsten tun, am Jakobsweg gehen und über den Jakobsweg reden. Ja, ich habe André damals irgendwo in der Mitte von Frankreich kennengelernt. Estan. Und ja, sind dann am Ende bis nach Santiago mehr oder weniger durchgegangen mit Pausen und ja, Abständen. Wo bist du genau gestartet? Ich bin in Einsiedeln gestartet. Was war Schweiz. Dein Weg, genau? Von dort ging es so Richtung Südwesten bis nach Genf und dann weiter nach Le Puy-en-Velay. Von dort aus den Via Gebenensis, oder nein, Via Podiensis, ja. Ja, genau. Bis nach Saint-Jean-Pied-de-Port und dann noch den Camino Frances in Spanien bis nach Santiago de Compostela und dann auch noch weiter bis nach Finisterre. Was hat dich zu diesem waghalsigen Unternehmen bewogen? Also waghalsig würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Ich hatte nach dem Gymnasium hatte ich Zeit. Und ja, deswegen wollte ich den Jakobsweg machen. Ich habe das schon lange, bevor ich mit der Schule fertig war, geplant. Etwa ein Jahr zuvor schon habe ich eigentlich entschieden, dass ich das machen will. Ja. Also keine spontane Entscheidung? Nein, das ist überhaupt nicht spontan. Das ist lange geplant und vor allem einfach lange davor entschieden. Was ich auch noch interessant finde, ist, dass du entschlossen hast, den Weg ohne Smartphone, ohne Handy zu machen, ohne Hilfe, ohne Navigation oder Information. Also, war das eine bewusste Entscheidung oder ist das irgendwie... Ja, das war schon bewusst. Ich war der Meinung, dass man es gut auch ohne schaffen kann. Ich hatte so Bücher dabei, so kleine Führer. Mhm. Ich denke, ich war der Meinung, dass man mit Hilfe von diesen oder auch... War das auch so jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen weg von der Digitalisierung? Das war auf jeden Fall auch, Thema. Ja. Oder die Abhängigkeit? Mal ausprobieren, ob es ohne geht, ob man auch Schwierigkeiten treffen wird oder nicht. Ja. Was hat deine Mutter dazu gesagt? Dass du nicht... Sie wollte zuerst nicht, dass ich das tue. Sie hat mir sogar vorgeschlagen, mir ein Tastenhandy zu kaufen, dass ich wenigstens so erreichbar wäre oder dass ich mich melden könnte. Ja. Und ja, auch meine Schwester hat so gesagt, ja, wenn etwas passiert und genau, so. Ja. Jedoch, als ich dann ich konnte mir fast nicht vorstellen, was passieren könnte, dass ich nachher ein Smartphone brauche. Also klar, das könnte schon sein, dass man sich irgendwo schwer verletzt, aber ja. das ist schon ein gewisses Risiko. Aber mhm. Das
ganze Leben ist ein Risiko. Und ja, schlussendlich ist es so, wie du sagst, man geht immer ein Risiko ein. Mhm. Nur weil wir es gewohnt sind, immer ein Smartphone dabei zu haben, heißt das nicht, dass es unbedingt notwendig ist. Ja, oder? Ich habe dich halt auch oft gesehen, als wir durch Ortschaften gegangen sind, hast du immer eine Post gesucht, hast du immer Briefe geschrieben. Ist auch lustig zu sehen. Ja, weil ich ja doch irgendwie noch kommunizieren wollte. Eine Art von Kommunikation mit Bekannten und Leuten von zu Hause haben wollte. Ja. Und ein bisschen erzählen auch, was ich mache und so weiter. Deshalb habe ich Postkarten nach Hause geschrieben, Familienmitglieder oder Freunde. Was waren die größten irgendwie Probleme, die du gehabt hast, die du nicht gehabt hättest, hättest du ein Handy gehabt? Oder gab es irgendwo so einen Moment, wo du gedacht hast, okay, scheiße, jetzt ist mein Handy? Zum Beispiel, als ich in Santiago war, wieder zurück von Finisterre, da wollte ich zuerst einfach mal zum Flughafen gehen und schauen, ob es einen Flug hat. Dann hast aber du mir vorgeschlagen, dass du einen Flug nachsiehst. Ja, das zeigt mir einerseits, dass man eben, wenn man selber kein Handy hat, es gibt ja andere Leute, die eines haben. Und ja, also das war vielleicht eine Situation, das war noch praktisch. Wusste ich, ob es einen Flug hat oder nicht. Und wir hatten ja auch ein paar Mal die Situation, ich meine, wir wollten ja alle gemeinsam nach Santiago kommen. Und das war halt nicht der Fall. Und wir konnten dich zum Beispiel nicht erreichen. Aber es hat sich halt ergeben, dass wir am selben Tag angekommen sind. Und dass wir halt in dieses Lokal gegangen sind, dass wir sich wieder gesehen haben. Aber irgendwie durch Zufall immer wieder getroffen hat. Man hat dem Zufall vertraut, ja. Genau. Und das ist auch, das macht es auch wieder dann speziell, weil hätte man sich abgesprochen, wäre es halt geplant. So ist es halt nicht geplant, das ist einfach passiert. Genau, das habe ich eigentlich sehr geschätzt, dass man sich immer wieder zufällig getroffen hat. Dass man seine Wege ging und einfach irgendwie, man hat schon gewusst, man wird sich wiedersehen. Also ich war da zuversichtlich. Und ich habe das zum Beispiel gar nicht gecheckt, als wir in Leon waren, als wir am Abend die Party mit den anderen Pilgern gehabt haben. Da hast du mir gesagt, wir werden sich sicher wiedersehen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du, dort ist ja dann irgendwie entschieden, okay, du gehst da mal wieder alleine los. Dann habe ich dich ja seit Leon, eigentlich habe ich dich nicht mehr gesehen, bis dann in Santiago. Zwar dort habe ich ja noch nicht gewusst, wie weit ich gehe. Also ich bin ja dann am nächsten Tag, als wir alle wieder losgingen, ging ich ein Stück weiter als ihr. Ja. Und deshalb haben wir uns dann einige Tage nicht mehr gesehen. Aber das habe ich zu diesem Zeitpunkt. Du bist bis Astorga fast, oder? Ja. Oder warst du wirklich in Astorga? Astorga. Wie viel waren das? Etwa 50 Kilometer. Das war mein längster Tag, soweit ich in Erinnerung habe. War nicht der längste Tag in der Meseta? Hast du auch 50 gemacht? Meseta? Ja. Ah. Wo wir sich getroffen haben, kurz bei Carrion oder ja, so? Ja, das war etwa ähnlich weit. Ja, ja, ist auch Wahnsinn. 50 Kilometer. Aber ich habe dort auch ich habe dort teilweise Hauptstraßen genommen, damit ich schneller gehen. Thank you.
als du auf diesem langen Weg warst, kam dir jemals der Gedanke aufzuhören? Ja, ernsthaft habe ich nie in Erwägung gezogen, abzubrechen. Aber es gab schon eine Zeit, das war eigentlich noch relativ am Anfang. Mhm. Da war ich ziemlich viel alleine und okay, da habe ich es manchmal auch nicht mehr so gesehen und habe mich gefragt, was mache ich überhaupt da. Okay. In der Schweiz ist ja, ich meine, kommt drauf an, bei mir war es eigentlich dann doch vor allem ab Einsiedeln habe ich eigentlich recht viele Pilger getroffen. War das bei dir nicht der Fall? Oder? Also ich habe ja in Einsiedeln gestartet und bei mir war es ein bisschen anders. Eigentlich bis zur Schweizer Grenze habe ich nur etwa 4-5 Leute getroffen und das waren nur ganz kurze Begegnungen. Wann hast du den ersten Pilger getroffen, der auch nach Santiago, auf dem Weg nach Santiago war? In Frankreich wahrscheinlich. Jemand, der wirklich dann am Stück ja. Bis nach Santiago gehen wollte. Ah, das war Pierre. Also Pierre? Ja, Pierre war der Erste in Estin. Gleich wo ich mich eigentlich lustig. Das erste Mal gesehen habe. Ja, ich habe auch auf dem Weg nach Le Puy habe ich viele getroffen, die halt in der Schweiz habe ich viele getroffen, die nur nach Genf gegangen sind. Dann von Genf aus viele, die nur nach Le Puy gegangen sind. Ab Le Puy auch viele, die nur nach Saint-Jean-Pierre-de-Port gegangen sind. Ich glaube auch, im Prinzip, ihr wart mehr oder weniger die Ersten, die ich getroffen habe, die nach Santiago gehen wollten. Ja. Ne, Blödsinn. Ich habe auch in Thun habe ich diesen Österreicher getroffen. Ich glaube, Franz hat er geheißen. Der war Lehrer, ist dann in Pension gegangen und ist dann bis nach Santiago. Ich weiß jetzt nicht, ob er es geschafft hat, aber okay. Sein Ziel war auf jeden Fall Santiago. Und wieso hast du ihn verloren? War er schneller als du oder ja, langsamer? Ja, der war ganz schnell unterwegs. Ach so, ja. Oh, genau, jetzt kommt es mir in den Sinn. Nein, ich habe noch andere getroffen, die... ich habe es komplett vergessen. Wobei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo ich die überhaupt getroffen habe. Es war eine Mutter und eine Tochter von Deutschland. Ah, ja, die waren ja, zusammen ja. unterwegs, die kennst du auch. Ja, ja. Und man hat mir zum ersten Mal von ihnen erzählt, dass ich in... kurz vor Thun war in Mellingen, genau. Ja. Da hat man mir, also ein Mönch hat mir gesagt, dass auch zwei unterwegs seien. Die waren wahrscheinlich zwei Tage vor mir dort oder ein Tag vielleicht auch. Also die waren nicht viel vor mir. Mhm. Und die habe ich dann aber erst viel, viel später irgendwo in Frankreich. Ja, in Frankreich, die haben wir dann zusammen beim David in der Gide. Kannst du dich auch erinnern? Ich war aber nicht dort. Oh ja, du warst dort. War ich dort? Laura. Ja. Ein David. Servus, hallo. David, das war der Herr, der uns dann später zum Supermarkt gefahren hat, weil ach es so, dort nichts zum Essen genau, gab. Genau, das war dort. Was glaubst du, hat der Weg mit dir gemacht? Wie hat er dich verändert? Hat er dich verändert? Weil ich kann mich noch erinnern, ich habe dich ja irgendwo in Frankreich kennengelernt. Das war ungefähr dein halber Weg. Aber ich habe schon irgendwie den Unterschied gemerkt zwischen den anderen, die ich halt in Frankreich getroffen habe und der andere, der dann in Santiago und Finisterre angekommen ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du
reifer geworden bist, aber vielleicht ist es auch irgendwie, dass ich dich einfach besser kennengelernt habe auf dem Weg, aber ja, was glaubst du? Ich denke auf jeden Fall, dass wahrscheinlich eine Entwicklung stattgefunden hat während des Weges und dass ich, also dass ich vieles gelernt habe. Vielleicht gehe ich mehr spontan auf die Dinge zu und bin zuversichtlicher, dass es schon irgendwie sich fügen wird. Ja, man versucht irgendwie nicht mehr, vielleicht nicht mehr alles so zu erzwingen, sondern man lässt das Leben eher dann irgendwie auf sich zukommen. Hast du viel geplant am Anfang? Weil bei mir war es so, ich habe sehr, sehr viel geplant am Anfang und je länger ich gegangen bin, desto weniger habe ich geplant. Desto mehr habe ich es irgendwie auch kommen lassen. Irgendwie. Ich habe viel geplant, was die Ausrüstung betrifft. Und danach habe ich einfach noch optimiert, also noch ein, zwei Sachen dazu genommen und noch mehr als ein, zwei Sachen weggegeben. So. Wie war deine Vorstellung vom Weg? Weil ich habe einige Filme gesehen, Bücher gelesen, auf YouTube Sachen gesehen und trotzdem hat es meine Erwartungen komplett irgendwie, also es war komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ja. Der Weg. Bei mir war es auch dort, wo ich mir Vorstellungen gemacht habe, dass hat sich immer herausgestellt, dass es anders ist in echt. Ich habe mir oft Bilder im Kopf gemacht, wie etwas sein wird, zum Beispiel die Meseta, wie das dort sein wird, wie die Landschaft sein wird, wie das Gefühl auf dem Weg sein wird. Und es war alles war jedes Mal anders. Das Echte war immer anders als die Vorstellung. Aber für mich war auch die Meseta, ich habe irgendwie. Man hört ja nur von der langweiligen Gerade und dass es irgendwie im Sommer so heiß ist. Aber von Herbst und Winter habe ich halt nicht wirklich viel mitbekommen. Mich hat der Wind überrascht. Es war so windig die ganze Zeit. Das hat mich echt sehr, sehr fertig gemacht. Ja, das habe ich auch nicht erwartet, dass es so fest windet und dass es so streng ist wegen dem. Was ich zum Beispiel anders erwartet hätte, ich dachte, es sei viel einsamer. Es war zwar schon recht einsam. Es gab ja nur wenige Dörfer und die Dörfer waren meist relativ ausgestorben, aber ich dachte, es sei noch mehr Wildnis. Ja, voll. Ja, ich habe halt auch diese Erwartungen, die ich gehabt habe, aber im Prinzip wurden die Erwartungen übertroffen auf eine komplett andere Art und Weise irgendwie. Also ich habe mit Sachen gerechnet, aber es kam eigentlich immer, mir scheint es halt irgendwie viel besser als vorgestellt. Also, dass die Erwartungen sich übertroffen haben, ja, kann ich auch bestätigen für mich. Das, was alles noch passiert ist, das habe ich mir nicht mal ausmalen können. Und die Leute, die man getroffen hat, ich meine, da kann man keine Erwartungen haben, weil man weiß ja nie, wen man trifft. Und aber es war schon ordentlich was los. Letzter Tag, wir haben irgendwie kein Glück jetzt mit dem Wetter heute, es regnet, aber dafür hatten wir 3 Tage mehr oder weniger Sonnenschein, nur Sonnenschein. Wie war das für dich, als du vom Jakobsweg zurückgekommen bist? Wie hat sich das angefühlt? Es hat sich ein bisschen angefühlt, als wäre ich in der Zeit zurückgeworfen worden. Die Zeit auf dem Jakobsweg war für mich gefühlt sehr lange, also länger als 3 Monate. Die Zeit kommt einem da recht lang vor, ja. Genau, ja.
Und als ich dann zurückkam, fühlte es sich an, als ob es sich nichts geändert hat zu Hause und als ob irgendwie dort ist. Die Zeit stehen geblieben und. Ja, und ich habe mich in der Zeit, denke ich mal, also ich habe so vieles erlebt und Entwicklungen durchgemacht. Und dann war es wie ein mega starkes Abbremsen. Man kommt vom Jakobsweg, ist voller Enthusiasmus und dann bin ich irgendwie wie so, als ob ich in einen Sumpf käme. Abgebremst worden. So fühlt es sich an. Ich habe ja auch mit einigen geredet, halt, die halt mit uns unterwegs waren. Und wir haben halt auch irgendwie, vor allem jetzt mit dieser Corona-Phase, uns hat es irgendwie sehr hart erwischt, dass wir von dieser absoluten Freiheit irgendwie in diesen Lockdown gekommen sind. Bei dir war es auch ungefähr so, bei dir war es auch aber ein bisschen anders, weil du warst nicht im klassischen Lockdown, du warst... Ich kam im Januar in die Armee und da ist es natürlich auch etwas ganz anderes als auf dem Weg. Auf dem Weg hat man sehr viele Freiheiten und in der Armee muss man halt alles tun, was einem gesagt wird. Ja, es ist ein starker Kontrast. Genau. Vielleicht, was ich noch sagen kann, was mir nach dem Weg so durch den Kopf ging, als ich dann wieder auf dem Weg nach Hause war. Das ist das Wichtigste, was man vom Weg mitnimmt, sind nicht die einzelnen Erinnerungen, was man genau erlebt hat, sondern ich denke, es ist das Wichtige, was man, das wirklich Wichtige, was man mitnimmt, ist, was sich in einem selbst entwickelt hat, was sich verändert hat, dass man vielleicht ein Stück weit anders auf die Welt sieht und auch auf sich selber. Hast du jetzt auch noch vor, irgendwie in naher oder in ferner Zukunft, man sagt ja irgendwie, Camino macht süchtig, man möchte wieder zurückgehen. Hast du irgendwas im Kopf, irgendeinen Weg, den du noch gehen willst? Ideen? Ja, ich denke, im Prinzip alle Pilger, die auf dem Weg sind, die gehen ja nach Santiago und also Richtung Santiago und ich denke, man könnte auch vielleicht Santiago als Sinnbild dafür sehen, für einen Ort, der auch in jedem Menschen sich befindet und das ist sich selber, also jeder Mensch oder jeder Pilger ist auf dem Weg ein Stück weit zu sich selber. So, das ist meine Interpretation. Und ich denke, dieses Aufklären oder Verstehen von sich selber, das hört nicht auf, wenn man in Santiago ist, sondern vielleicht fängt es eigentlich erst recht an. Ja, es kann sein, dass es erst dann anfängt. Und ja, auch wenn man nicht mehr auf der Wanderung ist, ich denke, dieser Prozess geht weiter. Und ich denke auch, dass der Jakobsweg wahrscheinlich mich ein Leben lang begleiten wird. Zum Beispiel jetzt bin ich wieder auf dem Jakobsweg. Ja, also in Österreich ist schon 4 Tage. Ja. Ja, was ich vielleicht auch noch auf dem Jakobsweg ein bisschen gelernt habe, ist, dass das authentisch sein zu sich selber, dass ich mich mir ein bisschen mehr im Klaren bin, ob etwas, das ich tue, warum ich das tue und ob das gut ist oder ob das nicht gut ist. Und dann, wenn ich merke, dass ich vielleicht Dinge tue, die nicht gut sind, dann kann ich mich versuchen zu ändern.